Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es natürlich nicht darum, wie schäle ich einen Apfel oder muss ich zum Sport gehen, um Nägel zu machen? Nein. Ich habe lange überlegt, was ich heute bringen soll und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir erstmal die Grundlagen durchgehen sollten. Zu den Grundlagen gehört leider auch die Hygiene. Wenn ihr wirklich irgendwann mal professionell arbeiten wollt, euch vielleicht selbstständig machen wollt, ein eigenes Studio eröffnen wollt, ist das das A und O. Um erstens das Ordnungsamt glücklich zu stimmen und zweitens euch neue Kunden zu generieren. Denn wer geht schon in eine Nagelstudie, wo der Aschenbecher auf dem Tisch steht oder 10 cm Staub auf dem Tisch liegt? Deshalb, nichtsdestotrotz, ein sehr wichtiges Thema. Und ja, also, herzlich willkommen bei Unicorn. Are you listening? Damn. Wir müssen reden über Hygiene. Nein, wir machen es ganz schnell und schmerzlos. Wenn ihr euch wirklich mal selbstständig machen wollt mit dem Thema, müsst ihr euch mit dem Ordnungsamt gutstellen. Das heißt, ihr müsst gewisse Hygienedinge einhalten. Um euch das zu vereinfachen, gewöhnt euch am besten direkt daran, wenn ihr auch schon beim Üben seid oder direkt damit anfangt. Ich werde jetzt einfach mal die grundlegenden Sachen durchgehen. Wie schon gesagt, gewöhnt euch von Anfang an dran. Wenn ihr wirklich von null anfangt, euch das Ganze anzueignen, fangt auch schon von null an, euch die Hygiene anzueignen. Die Ausstattung eures Studios. Kein Teppich, ganz wichtig. Lässt sich auch scheiße reinigen, wenn das jeden Tag voller Staub ist. Also schafft euch Laminat oder PVC an. Vorhänge sind auch nicht so gern gesehen bei Ordnungsamt. Und Stühle auch am besten Leder- oder Kunstlederstühle, damit man die abwaschen kann. Weil man kennt's, Frauen, die im Sommer im Minirock oder im Rock generell oder kurze Hose zu euch kommen und sich auf den Stuhl setzen, das ist natürlich nicht wirklich angenehm für den Nächsten, der auch wieder mit einer kurzen Hose reinkommt. Deshalb wischt die Stühle auch nach jeder Kundin einmal feucht ab, mit Desinfektion am besten auch. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr schon ein Studio habt, hängt am besten einen Hygieneplan aus. Auch sehr gut, wenn ihr mehrere angestellt habt. Erstens könnt ihr dann kontrollieren, dass es sauber gemacht wurde. Zweitens gefällt es dem Ordnungsamt immer sehr gut. Und drittens, eure Kunden sehen, dass regelmäßig gereinigt wird und das ist immer gute Werbung. Essen und Trinken am Arbeitsplatz, genauso wie Rauchen, sollte untersagt werden. Trinken ist noch relativ okay, aber Essen und Rauchen definitiv nicht. Wer möchte sich an einen Nageltisch setzen, wo vorher jemand eine Pommes gegessen hat oder vielleicht ihr auch schnell euer Mittagessen reingeknallt habt, liegen Krümel auf dem Tisch, was auch immer, oder der volle Aschenbecher steht dann da. Ist auch nicht wirklich sexy. Deshalb gilt für euch genauso wie für die Kunden, Essen am Arbeitsplatz untersagt. Sobald eine Kundin reinkommt, sagen wir mal, die Kundin war vorher Pommes essen. Schön ohne Gabel, mit Fingern. Und sie setzt sich an euren Tisch und ihr fangt an zu arbeiten. Was werdet ihr unter den Fingern finden? Wahrscheinlich Ketchup oder Pommesreste. Wahrscheinlich ist auch noch ein bisschen Spucke mit dran. Deshalb, ihr wisst nicht, was die Kunden vorher gemacht haben. Gewöhnt euch an, euch und auch den Kunden die Hände vorher zu waschen. Also ihr müsst nicht die Hände von den Kunden waschen, sondern die Kunden sollen sich selber die Hände waschen. Stellt Desinfektion, Seife und eine Nagelbürste bereit, damit die Kunden sich vorher die Hände waschen können vernünftig. Und ihr desinfiziert euch natürlich die Hände auch gründlich vorher. Am besten so, dass die Kunden es auch sehen, damit sie sehen, dass ihr hygienisch arbeitet und euch auch die Hände desinfiziert. Falls ihr Stoffe verwendet, zum Beispiel um eure Absaugung oder Handauflage zu umwickeln
oder für euren Arbeitsplatz generell, sollten diese bei 95 Grad waschbar sein, damit jeder Keim abgetötet wird. Ich persönlich war nie ein Fan von Stoff bei der Arbeit. Ich habe immer Ceva genommen, weil es kommt euch nicht teurer, eine Ceva-Rolle zu kaufen oder jeden Tag die Waschmaschine anzuschmeißen. Zum einen ist es einfacher, das Ceva wegzuschmeißen, als jeden Abend eine Waschmaschine anzustellen. Deshalb bin ich immer auf Ceva umgestiegen. Das war für mich das Einfachste und Bequemste. Wegwerfprodukte wie zum Beispiel Rosenholzstäbchen oder Handschuhe definitiv auch wegwerfen nach jedem Kunden. Keiner möchte die verschwitzten Handschuhe vom Vorkunden bei sich haben oder die bakterienverseuchte Rosenholzstäbchen vom Vorkunden. Ich persönlich hatte nie ein Rosenholzstäbchen. Ich hatte mir auf so eine Art Metallteil bestellt. Sieht ähnlich aus wie ein Dottingstick. Ist, glaube ich, Zahnarztbesteck gewesen oder so. Und war halt aus Chirurgenstahl und das konnte ich halt jedes Mal wieder desinfizieren und wieder neu verwenden. Mundschutz ist euer eigenes Ding, ob ihr den verwenden wollt oder nicht. Wenn ihr eine Fräse habt, würde ich euch das definitiv empfehlen. Zusätzlich zu dem Ganzen würde ich euch auch eine Absaugung empfehlen, damit der Staub wirklich weg ist. Ihr werdet sehen, wenn ihr so eine Absaugung habt, was die wegschafft an Staub, was ihr dann nicht in der Lunge habt. Das ist schon mal ganz wichtig. Wie gesagt, Mundschutz müsst ihr selber wissen, ob ihr damit arbeiten könnt oder wollt. Ich persönlich konnte es nie, weil ich mich sehr beklemmt gefühlt habe darunter. Ich hatte aber eine sehr gute Absaugung, das heißt, das hat das Ganze wieder weggemacht. Feilen und Waffer. Feilen und Waffer, dann könnt ihr drei Sachen machen. Entweder ihr werft sie weg, ihr desinfiziert sie oder ihr gebt sie den Kunden mit. Für mich sind Feilen und Waffer ein Wegwerfprodukt. Die kosten 30 Cent, 25 Cent, kommt drauf an, wie viel ihr immer bestellt. Die meisten Hersteller geben darauf Rabatt. Wenn ihr 1000 Stück bestellt, dann kosten die euch 25 Cent oder 20 Cent vielleicht sogar nur. Wie gesagt, ich habe sie den Kunden immer mitgegeben. Die Kunden haben sich immer sehr darüber gefreut und hatten dann auch was zum Nachfeilen für zu Hause, falls die Nägel zu lang werden. Oder konnten sie eine Freundin verschenken, wie auch immer. Das Desinfizieren von Feilen sieht das Ordnungsamt meistens nicht so gerne, zumal die Feilen nach einmal benutzen schon so gut wie durch sind. Und wegwerfen, da hat keiner was von, also schenkst du lieber den Kunden oder gibst den Kunden mit. Die Kunden können sie auch beim nächsten Mal wieder mitbringen, dann könnt ihr auch damit weiterarbeiten, wenn ihr wollt. Das zum Thema Feilen. Metallbesteck, wie Dottingstick oder Fräsköpfe, wollen manche Ordnungsämter, dass ihr dafür ein Ultraschallgerät habt. Ein Ultraschallgerät reinigt Metall auf Ultraschall, das heißt, das sind ganz schnelle Bewegungen, Vibrationen. Manche Ordnungsämter wollen es nicht haben, da reicht es, wenn ihr Metallbesteck desinfiziert. Desinfektionsmittel. Es gibt drei verschiedene Desinfektionsmittel, die ihr euch merken solltet. Einmal Flächendesinfektion. Das ist ganz normal für alle Flächen, Böden, Tische, Stühle, dafür gedacht. Dann gibt es extra Desinfektion für Metall. Das heißt, da könnt ihr Fräsköpfe, Metallbesteck, Dottingsticks reinigen. Und es gibt noch extra Desinfektionsmittel für die Haut. Wenn ihr alle drei bei euch habt, ist das Ordnungsamt auf eurer Seite. So, kommen wir zum letzten Punkt. Die Reinigung eures Studios. Ihr solltet natürlich zusehen, dass euer Studio immer sauber ist. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie viele Kunden habt ihr am Tag. Wenn ihr wirklich nur einen Kunden habt, dann müsst ihr jetzt nicht jeden Tag das Studio komplett putzen. Aber wenn ihr mehrere Angestellte habt, die den kompletten Tag arbeiten und das Studio danach staubig ist wie die Sahara-Wüste, dann solltet ihr schon zusehen, dass jeden Tag jede Fläche gereinigt wird. Einmal feucht durchwischen, einmal jeden Arbeitsplatz säubern und desinfizieren am Ende des Tages komplett, inklusive Lampen, Geräte, Tische. Wenn ihr einen Tresen habt, den Tresen auch nochmal. Also wirklich jede Fläche einmal desinfizieren und reinigen. So, das war's auch schon mit der Hygiene. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig. Hier
nochmal die Regel. Und einen letzten Tipp von mir, falls ihr wirklich ein Studio eröffnen wollt, dann ladet euch das Ordnungsamt am besten ein. Erstens sehen sie es gerne, wenn ihr auf sie zukommt. Und zweitens könnt ihr euch dann auch direkt sagen, was ihr euch anschaffen müsst und was nicht. Das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne sharen, teilen, liken. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Dann werde ich vielleicht mal ein eigenes Video dazu machen. Und schönen Abend noch. Euer Chris. Willst du mich verarschen?